Willkommen. Ah, kreischt und schon ist sie kaputt. Ach, mitnichten. Es ist Bandai, meine lieben Freunde. Bandai. Heute mal wieder ein Videoclip über die Figuren, die wir tagtäglich verkaufen, tagtäglich einkaufen. Bandai. Stormtrooper 6 Inch und wir nehmen die Figur mal näher in Betracht. Wir betrachten es, eine Ausgabe aus dem Jahr 2015, frisch eingekauft aus China. Case wunderbar, Interieur wunderbar und die Figur aus den Clone Wars Kriegen. Ja, für alle Stormtrooper Freunde. Die Clone Trooper Phase 1 war ja eine gewisse Sache aus den Klonkriegen, die jetzt bei Sci-Fi jetzt wieder auferleben. Wer Sci-Fi hat, den Sender, sieht diese Figuren dort wieder animiert. So, für alle Freunde, die die Animation mögen, also selber Step-Motion machen, ist diese Figur von Bandai gar nicht mal so schlecht. Wer dieses natürlich so wie es ist sammelt, ist natürlich das Ganze auch wunderbar gestaltet. Aus den Sequenz, aus der Serie, aus dem heraus. Natürlich lesen kann man kaum etwas, weil es ist alles chinesisch. Es ist nun mal Bandai, 100% Bandai und es ist 100% Bandai in diesem Case. Ja, diese Schachtel ist nun mal sehenswert, wenn sie in einem Regal verweilt. Ja, jetzt gehen wir mal in die Figur. Da ist sie, die Clone Wars Gestalt, die wirklich voll beweglich ist. Wenn man genau hinschaut, vom Fuß, sie steht alleine, braucht also keinen zusätzlichen Fuß, ist wunderbar verarbeitet. Wie man sehen kann, sind die Hände geballt, der Kragen alles zu sehen, so wie die Figur dort steht, zwar in 6 Inch, ist sie dennoch wunderbar verarbeitet, hat genügend Knickpunkte. Na gut, wenn man jetzt die Füße sieht und dann auch gleichzeitig die Schrauben, naja, aber einfach hinwegsehen und die Figur komplett für sich selbst begutachten. Für alle, die Step Motion machen, und Step Motion kann man mit dieser Figur wunderbar machen, sie ist voll beweglich, alles ist an ihr beweglich, auch der Helm, der ist nicht nur, ja, wie soll man das erklären? Diese Figur liegt gut in der Hand, voll beweglich noch einmal. Man kann eine Menge damit machen und alle, die selber kleine Minifilme drehen möchten, ist diese Figur natürlich wert, gekauft zu werden, um damit zu arbeiten. So, es gibt natürlich verschiedene Lager. Einmal das Lager nur sammeln, ins Regal stellen und dieses dann als Wertobjekt zu betrachten. Dann gibt's die, die jetzt mittlerweile durch die neuartige Technik diese Figur als Step-Motion-Figur suchen, um damit Animationsfilme zu machen. Diese Figur ist, wie gesagt, voll beweglich, die Beine, die Füße, einfach alles. Kann man also wirklich empfehlen, um daraus eine Step-Motion-Geschichte zu machen. Nicht nur, dass der Helm beweglich ist, gut, abziehbar ist es nicht, ist wieder ein Kopf eingearbeitet, ein Knickkopf, wie gesagt, wie man sieht, auch schon bei diesen Bewegungen sieht es ja schon aus, als ob diese Figur selbstständig leben würde und alles von selber sich bewegt. Darum haben wir auch den grünen Hintergrund gewählt, weil der ist austauschbar, um dieser Figur noch mehr Wirkung zu geben. Wie gesagt, Clone Wars. Clone Wars ist nun mal jetzt, wie gesagt, gerade so eben bei Sci-Fi wieder am Laufen, am Wochenende, beziehungsweise von Montags bis Freitags und am Wochenende kommen sogar noch mehr Folgen. Wie man so eben gerade sehen konnte, kann man diese Figur wirklich um 180 Grad den Arm drehen, ohne dass es kaputt geht. Man kann auch die Schulterstützen einsetzen. Also diese Figur ist für die, die gerne Step-Motion machen, also Trickfilme, absolut okay. Preis ist heiß, 39,95, aber wie gesagt, wie man sehen kann, die Figuren kann man auch vorne die Hände
die vorhin geballt waren, sind jetzt ausgestreckt, um damit so richtig arbeiten zu können. Empfehlenswert, also die Figur ist empfehlenswert für alle, die Stormtrooper von 1978 bis heute sammeln. Wie gesagt, die Stormtrooper und auch Roger, die Figuren stellen wir vor. Im Moment, wie gesagt, nehmen wir dieses gute Stück mal etwas näher auseinander. Es sind, wie gesagt, sehr viele Knickpunkte. Es ist alles beweglich und es geht diesbezüglich auch leicht, sehr leicht sogar. Und man kann für sein Diorama oder für seine Gestaltung von, wie gesagt, Step Motion diese Figur wunderbar verarbeiten bzw. so herstellen, dass es wirklich was Tolles wird. Hände, überall leichte Kugellager eingearbeitet. Natürlich sollte man dennoch sehr vorsichtig damit umgehen. Meiner einer hat schon so manche Figur gekillt beim Versuch, so ein Video herzustellen, muss ich einfach mal gesagt haben. Ja, ab einem gewissen Alter ist das immer so eine Sache, so eine Figur näher zu betrachten, um daraus irgendwas zu gestalten. Wer also filigrane Finger hat, kann natürlich auch ziemlich grob mit dieser Figur umgehen. Ich passe da lieber ein bisschen auf, weil wenn ich mit so einer Figur umgehe, könnte es sein, dass sie wirklich in tausend Teile zerspringt. Wie man sieht, absolut elastisch. Ja, die Elastizität ist halt gegeben und mit so einer Figur Step-Motion-Filme zu machen, macht es natürlich Sinn, diese zu empfehlen. Ein Kunde hat gerade gepiept, habt ihr gehört, weil viele Kunden fragen an. Diese Videos, die hier hergestellt werden, jetzt hier ganz neu, sind natürlich für unsere Kunden, die immer nachfragen, die in unserem Shop kommen. Richtig, wir sind Händler und wir besorgen dieses aus aller Welt. Nicht so einfach, es immer zu bekommen. Aber wie man genau hinschauen konnte, man kann diese Figur wirklich so stretchen und wirklich so animieren, wie sie auf den Schachteln bzw. auch in den Filmen einem, wie wir sie gesehen haben. Also, ne? Also ihr seht schon, man kann also mit der Figur richtig was machen. Es macht Spaß, damit so zu animieren. Also wir sind nun mal Filmemacher und Händler und ist nicht so einfach, einem das so zu erklären, der jetzt als Zuschauer dieses Video sehen sollte. Weiß ja sowieso jetzt nicht, wer wir jetzt hier sind. Wir sind das Medienhaus und Copyhaus. Wir sind, wie gesagt, Filmemacher. Wir machen das schon seit weit über 50 Jahren. Step Motion, das heißt also mit Figuren arbeiten, die animieren, damit diese Figuren im Film dann, wie man gerade so eben schon sehen kann, vorne kann man den so richtig schön knicken. Also es macht Spaß, mit dieser Figur zu arbeiten, daraus einen Film zu machen. Also wir sind mehr wie begeistert. Es steht auch wirklich sehr gut. Wir arbeiten zwar meistens mit einem sandigen Untergrund, damit diese Figuren im Schaufenster besser stehen. Hurra, hurra, wir sind die Stormtroopers. Also für alle Zuschauer, die jetzt dieses Video sehen, die Begeisterung hält sich so ein bisschen im Rahmen. Aber ihr seht, die leichte Bewegung, wenn man genau hinschaut, so ein bisschen Step Motion. Wir haben jetzt keine richtige Step Motion gemacht, aber wenn man genau hinschaut, darum geht es ja jetzt und deswegen auch in... also schaut bitte hin, wie filigran gearbeitet und in eurem Diorama würde diese Figur wirklich wunderbar... Auch die Elastizität der Waffen, die sind also nicht zu elastisch, sondern sieht also gummihaft aus. Die Waffen sind also wirklich auch filigran gearbeitet, dass die auch nach etwas aussehen. Das bedeutet, wenn die Kamera zu nah an diese Figur käme, so wie jetzt, sieht man oder man wäre der Meinung, dass das irgendwie echt wäre. So, wie gesagt, die Fingerbearbeitung, die Handbearbeitung ist klar, muss natürlich ein bisschen schräg eingesetzt werden, aber es sieht so aus, als ob er so ähnlich abdrücken würde. Gibt es ja natürlich verschiedene Variationen, ist klar, aber sind alle gleich. Die Finger sind halt mal so animiert
und auch die Gestaltung der Figur ist halt so wie im Film. Jeder hat seine Priorität und die Verarbeitung. Links ist halt filigraner, rechts ist ein bisschen strukturierter, links ist der Gürtel leichter, rechts wiederum zusätzlich noch verstärkt. Rechts ist ein bisschen größer, Hasbro, links ist Bandai, also rechts Hasbro, links Bandai und rechts ist ein bisschen starrer, unten auf dem Fuß achten, der ist nicht so beweglich wie links außen von Bandai, alles Animal. Also über 21 Knickpunkte, das ist schon eine Menge, um daraus einen Stop-Motion-Film zu machen oder eine Geschichte oder halt demonstrativ es, so wie wir es machen, im Schaufenster diese Figuren standhaft einzusetzen, um daraus so ein sogenanntes Fensterdiorama zu erstellen. Bitte, hin und wieder weiß man nicht, wie man über diese ganzen Figuren sprechen soll. Wir haben ja auch die neuen Rogue One Figuren, darüber werden wir auch sprechen. Aber jetzt haben wir ja die sogenannte Stormtrooper und Clone Wars Trooper mal hier näher betrachtet. Und wenn man sich das so genau anschaut, wir werden das sicherlich auch animationsmäßig verarbeiten. Habt ihr ja auch schon gesehen, wenn die Figuren anfangen zu tanzen oder sich zu bewegen. Man kann also für jeden, also wirklich, sagen wir mal so, für jeden Star Wars Begeisterter, also die halt Star Wars wirklich mögen und vor allen Dingen die Stormtrooper mögen und die Clone Wars Trooper und so weiter mögen, sind diese Figuren von Bandai natürlich kaum.